Hallo hier bei Kung Fu Fitness Snackbite. Euer Kung Fu Commander Li Feng ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Hier bei Wing Chun Story 30. Gute Seiten am Sifu. Ja, und ich wollte eigentlich draußen drehen, dass man mehr Outdoor macht. Aber in die Woche Spätschicht und ja. Ich möchte ein bisschen mal Haushalt machen, hab den Kumpel, wir machen das dahin, aber wir machen mehr draußen, da haben wir auch einiges geplant in Zukunft, dass man mehr wieder in der Natur macht. Und weißt du, wenn ich Zungstory wollen, wir sind jetzt 30. Folge, da, wenn ich das, was in den 90er im WT war, da ist das richtig eskaliert, wie schon gesagt, das hat schon auch Pornakelkämpfe gegeben und so weiter. Und das war ja übelste Schlägerei eigentlich und das Deutsch eskaliert in den 90ern im Wing Chun. Das war halt Eskalation. Ja. Da ging es richtig ab, ja, beim Vladimir im Schreckte hier, im Negative. Und das ist eskaliert. Ja. Da muss ich sagen, das mit der Frau geht, ist ja keine Eskalation, ist halt der weibliche Rainer Winkler, wo halt umeinander schreit. Wenn das die große Eskalation ist, dass man Monat gesperrt ist, ist halt, ja. Auch fragwürdig. Und also vor es eskaliert war, erste Mal in dem Jahr trainiert. Ja? Und vor es eskaliert ist, da haben wir so Bucksacktraining gemacht gerade. Und ich habe da eigentlich gut Punkte können. Also wir haben da Wing Chun Techniker gemacht und Boxtechniker gemacht. Und dann habe ich mit ziemlich Schwung aufgehaut, dass den Bucksack sogar weggeklopft hat. So. Weil das war ein Bucksack, der so am Boden montiert war. Also dann sind wir Gummihalterung und dann hat es schön weggeklopft und da war der Sifu richtig stolz auf mich und ich war überglücklich und der Sifu hat mich motiviert und gelobt und es hat Frau gehen, ist dann einfach gestanden, hat es gesehen und am zweiten Mal mit der Frau gehen hat sie ja natürlich eskalieren müssen, ja, also eskaliert sie ja nicht wirklich, aber dass sie mir halt was unterstellt hat, was nicht so stimmt. Dabei, wenn du getroffen wirst, wir machen der Kampfkunst keinen Hegelkurs, hat der Sifu ja selber gesagt. Und deswegen haben wir jetzt auch zweimal diskutiert und bin ich und sie einen Monat gesperrt worden. Aber ja, wie ich letztes Mal gesagt habe, wir sind ja gesperrt worden, einen Monat, dass man ein bisschen Leistungsdruck ausübt auf die nächste Prüfung und dann die einzelnen Kurse dann uns vermarktet, wo natürlich 89 Euro pro Stunde kostet, was ich dann persönlich sage. Du zahlst ja nicht immer 89 Euro pro Stunde, sondern du musst ja schon mehrere Stunden machen, dass sich so ein einzelner Kurs lohnt. Ja? Gruppenkurs und Einzelkurs sich lohnt, falls ich mich da verschwätzt habe. Und dann muss ich ja schon mehrere Stunden machen, dass sich der Einzelkurs auch lohnt, auf eine Prüfung hin. Ja. Und wenn du jedes Mal pro Stunde 89 Euro zahlst, dann bist du auch mehrere 100 Euro los oder geht es mal in die Tausende. Und ich kann mir das nicht leisten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Zum letzten Thema, er hat gesagt, er sieht ja uns nicht als Freunde, auch nicht als Kung-Fu-Geschwister, sondern einfach nur als Geldquelle. Gut, das sind jetzt die negativen Punkte, kommen wir auch gleich zu den positiven Punkten. Sage, wieso muss man das trennen? Ich meine, wir sind Menschen, keine Geldquelle und das andere ist halt gut, er will damit Geld verdienen. Ja. Ist okay. Ja. Aber wie zum Beispiel bei Arno wegen Geld schaffen ins Geschäft gegangen. Und mit vielen Kollegen, auch jetzt aus der letzten Firma, haben sich auch Freundschaften angeboten und was auch immer. Und sind auch, haben sich Freundschaften entwickelt, man kann doch das eine mit dem anderen auch kombinieren. Und gerade wenn man einen Kampfkunst-Dojo hat, dass sich da auch eine Gruppe bildet, die dann auch zusammenhält oder eigentlich zusammenhalten soll. Das ist ja in Wing Chun ja jetzt immer so. Ne? Auch bei uns in Deutschland immer so LS-Einzelkämpfer oft, aber man kann ja kombinieren, dass man Kampfkunst-Dojo hat und Schüler hat, die dann auch, ja, mit denen kommt man aus und sieht sie auch als Freunde und als Kung-Fu-Geschwister. Das traditionelle Wort Sifu vom Chinesischen heißt Meister, aber bedeutet auch oft Vater oder so, also das ist schon familiäre Gott. Chinesisch traditionell. Ne? Und
wir machen ja nichts anderes als chinesische Kampfkunst mit Wing Chun. Und ich muss auch sagen, in dem Dojo, wo ich jetzt trainiere, da gibt es einige, da sind mir ein bisschen merkwürdig. Ich komme auch mit denen trotzdem aus, bis auf Frau G. Und da gibt es auch viele, viele in dem Wing Chun Dojo, wo ich sage, mit denen komme ich super aus. Die bereichern mein Leben und bringen mich nach vorne. Muss ich auch sagen. Ja. Aber wie schon gesagt, im letzten Weihnachtsfeuer, im letzten Betrieb, da bin ich auch mit dem Teamleiter zusammengekommen, haben wir Bier getrunken und ich sehe ihn als mein persönlicher Freund und es hat einfach Spaß gemacht, eine Flasche Bier mit ihm zu trinken. Ja. Obwohl er ja nur wegen Geld nachgegangen, aber da haben sich auch Freundschaft entwickelt. Ja. Ja. Und wenn dann einer dann sagt, ja, einen Monat gespart und dann kommt er, will er mir sein unser Training vermarkten und die kostet dann so viel und sei, was auch hier, unser Training ist immer nicht billig. Dann denke ich, da fühle ich mich schon auf der Arm genommen mit der Monatssparre. Ja. Weil ich muss ja gucken, dass ich was immer alles teure. Ja gut, das habe ich letztes Mal gesagt, jetzt kommen wir aber zu den positiven Punkten. Gut, ich und Frau G können weiter Wing Chun machen. Ich meine, ich war jetzt bereit auf der 7. Schule gerade vor. Mir ist wichtig, dass ich weiter Wing Chun mache, weil ich so, so tief in dem Element bin, Wing Chun und Kali, und ziemlich weit gekommen bin. Und wenn ich jetzt aufhöre, da hätte ich immer überall nur halbe Urkunde an der Wand, also quasi 6. Schülerkreis, weil ich schon auf der 7. Schülerkreis gegangen ist, man voll zu Ende lernen. Dass man da weitermachen kann, ist mal ein Vorteil. Aber ich glaube nicht, dass der, weil der Kurs ist so blöd, ich glaube, der hätte viel passieren müssen, dass er uns rausschmeißt und sich da irgendeine Geldquelle heben möchte. Weil wenn er uns rausschmeißt von sich aus, dann brauchen wir auch einfach nicht mehr weiterzahlen. Wenn ich jetzt von mir ausgegangen wäre, dann müsste ich bis zum Eintrittsdatum müsste ich noch weiterzahlen. Gute Seite am Sifu sind halt, er versteht viel vom Fitness, ist ein Experte. Ja. Er kann kämpfen, hat in, früher in Russland hat er Boxen gemacht. Ja. Der kann auch einige Taekwondo-Bank-Skills, Wing Chun möchte er auch perfekt, Kali möchte er perfekt. Hat auch in Russland mal Boxkämpfe gehabt. War in Deutschland bei der Bundeswehr. Bringt es auch geduldig, beides ist mal wichtig. Es zu können und es zu vermitteln, das sind einmal zwei barsche Stiefel, ja, weil ich muss das geduldig beibringen und der Sifu, der kann es tausendmal erzählen und es immer noch ein Schnallstand, erzählt es einem nochmal tausendmal, also das gerade ja schon, das Geduldige, das Ruhige hat er schon in sich, ja, also Trainer lebt, die dann einfach beim ersten Mal schon geschrien haben und dann ist der Lernfaktor ja gar nicht da, weil du einfach in Panik bist und wenn du in Panik bist, schafft natürlich das Hirn nicht so gut und du bist einfach nur an deine Selbstzweifel beschäftigt, anstatt an der Übung. Und das laute kann eh keiner brauchen, wenn man aus der Fabrik kommt. Und von daher finde ich gut, dass der das so gut erklärt. Und ja. Hey, er hat mir auch wieder in dem Jungstil gebracht, muss ich sagen. Wo jetzt, also 6. Schülergrad ist mal eine ziemlich Höhe, wo ich sage, okay, das ist sofort, gehört zu fortgeschritten im Wing Chun. Ja. Und ja. Und ich bin noch gesund, das hat zu meiner WT-Zeit. Also in dem Wing Chun-Stil, wo ich jetzt bin, soll ich sagen, ich bin knackig und frisch und fit. Und während die damals in den 90ern, da hat man sich einfach. Ja, Kniescheibenprobleme gehabt und mehrere Hirnerschütterungen, Grippeprellungen. Ich habe Finger am Arsch und es waren die 90er. Da hat man Angst haben müssen, wenn es auf der Straße zum echten Kampf kommt, dann kannst du gar nicht mehr bewegen. Also weil dann schon im Training kaputt gemacht war, bist du in den 90er. In dem Training jetzt bin ich noch gesundheitlich fit, das passt soweit. Ja, also mit der Frau G, da muss ich noch sagen, das hätte ich vielleicht letztes Mal besser bei der zweiten Diskussion hätte ich in der letzten Folge besser erwähnen sollen. Die hat ja volle Winterkleider gehabt, die hat eine Winterjacke gehabt, die hat einen Pulli gehabt, die hat lange Hose gehabt. Ja, das ist ein Rapper-Format, aber ich mag die halt so nervös die ganze Zeit. Sie kann mit mir in die Augen gucken, ins Gesicht gucken. Und als sie mir das Zeichen des Friedens gegeben, weil dann mit der Ghetto-Begrüßung, da hatte ich auch zum Zittern wie Esch erlaubt.
Also das kam nicht von der Kälte, sondern einfach, weil sie einfach Angst vor mir hat. Obwohl ich ja nichts gemacht habe. Ich habe der einfach nur zum Frieder so gemacht und so gemacht. Dann denke ich halt, was ist denn da los, wenn die bei ihrer, bei einem einfachen Handshake oder Fistcheck, sagt man dann, anfangen zum Zittern, wie erstmal ab, ob sie mit der Kampfkunst eh nicht falsch am Platz ist. Dann, keine Ahnung, wie die sich da ein bisschen Verletzungen nachgeht, wie die das jetzt gemacht hat. Ob sie mit dem Torschen daheim nicht trainiert oder was auch immer. Oder hat sich beim Rasieren geschnitten, ich habe keine Ahnung. Ja, es ist halt bei mir wehleidig sein, wenn man sie im Bauch leicht streift, was ja nicht schlimm war. Hätte sie auch abdrücken können, wenn sie so gut ist. Ist ja schon im ersten Braungurt. Ob das nicht fingiert war und hat sich damit auch selber ins Knie geschossen oder in der Hände geschossen. Wenn die ist ja einen Monat mitgesperrt worden und war in Gefahr, also den Verein verlassen müssen hat. Ja. Jetzt eure Prüfung, ja, finde ich halt auch Geld Malerei, weil jetzt, wie schon gesagt, ich habe jetzt zwei Blaugurtprüfungen, dann habe ich noch zwei Braungurtprüfungen und dann habe ich dort schon der erste Schwarzgurt. Und ob das jetzt, wenn ich jetzt einmal im Jahr eine Prüfung mache, da bin ich ja ungefähr, wenn ich so 6, 7 Jahre bin ich, dann habe ich das mal zu Ende gelernt und da kann man aus den Leuten auch sehr viel Monatsgebühr rausziehen. Ja. Und selbst wenn ich bis zum Ende gelernt habe, hätte ich dem Verein treu bleiben, aber gut, das weiß das Info wahrscheinlich nicht. Aber da kann ich aus den Leuten ja umso länger es dauert, umso mehr Gebühren rausziehen. Finde ich auch jetzt, ja. Und den einzelnen Kurs so zu verkaufen, mit Druck auf nächste Prüfung und einen Monat Sport, da weiß ich, warum ich einen Monat Sport bin, dass man den einzelnen Kurs, hoffentlich haben die Gruppe schon wieder gesagt, dass man den einzelnen Kurs verkaufen kann. Ich kann jetzt nicht jedes Mal pro Stunde 89 Euro zahlen. Also wenn ich überlege, was im Supermarkt das Sach kostet, Tankstelle das Sach kostet, das wird immer teurer. Ne? Rufrau G, kann sich leisten, weil der Torschen auch gut verdient, gönne ich dem auch. Aber das sage ich halt auch, dass gerade wenn Jung da so auch jetzt in dem Fall halt auch die Bildungsgleichheit dann nicht gibt. Weil es nach dem Verdienst geht. Wenn einer mehr verdient, kann er sich einen Einzelkurs leisten. Ja, weil ich ja früher immer zweimal der Woche trainiert, ganz beim Anfang. Da habe gesagt, die Gruppe ist geschrumpft, nur einmal. Mich so keinen Sinn, man kann auch mit einer kleinen Gruppe zweimal der Woche trainieren, finde ich. Also gut, jetzt einmal der Woche. Dabei er auch Mitglieder, also neue Mitglieder, die reingegangen werden, auch gleich verscheicht, weil die sagen, ja gut, einmal der Woche brauche ich nicht trainieren. Der schlüpft und zweimal der Woche trainieren, gehe ich lieber zu dem. Und so tut er halt die Mitglieder auch zum Konkurrenzvertreiben. Dabei auch die interne Werbung nicht stimmt, da sollte man halt mal ein paar Flyer austeilen vom Marktplatz in der Stadt, wo ich und sage da, wir haben Kung Fu und dann täte da wieder mehr Mitglieder kommen, wer anfängt. Gut, aber es ist halt so, nur einmal in der Woche immer Training. Gut, du bist nicht so effektiv, wie wenn du zweimal oder dreimal in der Woche Training hast. Ja, beim Flyer war es halt da an dem Punkt besser, bei dem hat es jeden Tag Training gegeben, bis auf Sonntag und manchmal Samstag mal Seminar. Ja, da war, obwohl er viele negative Punkte hätte, war der Flamme der schreckliche besser an dem Punkt. Und jetzt durch die Monatssperre und noch immer eine Woche Training, jetzt auch jetzt uns ein Training und ich kann es mir halt nicht leisten. Und ist halt, die Chancengleichheit auf Bildung ist halt da in dem Fall nicht da. Weil da sind wir wie in dem Netflix-Film Der Schacht, ja, ungefähr. Weil der, wo in dem Fall jetzt mehr Geld hat, gut, im Schacht hat er das Geld reingeholfen, aber wenn man das so ein bisschen vergleicht mit Stufen, ne, der, der in dem Fall mehr Geld hat, ja, kann sich einen einzelnen Kurs leisten, der hat dann auch dann im Sommer vielleicht Prüfung machen, der hat dann halt mehr Chance auf eine höhere Bildung in dem Jugendbereich. Ja, und fällt mir halt aus Stadt, hockt der Taschen und fragt, die hocke dann im 20. Stockwerk, wenn man den Schacht vergleicht, und ich hocke im 46. Stockwerk. Weil da ist die Chancengleichheit auf Bildung nicht gleich, weil da geht es doch auch wieder nur um Verdienste. Und ich habe eh den Eindruck, im Dschungel in Deutschland ist so eine Geldmasche, da geht es nur ums Geld. Ja. Und ja, dass ich sage, dass bevor ich jetzt einen Onsenkurs mache wie im Dschungel, mache ich irgendwo anders MMA oder Muay Thai Boxen, da zahle ich dann weniger. Also da zahle ich bestimmt 34 Euro oder so zahlen, aber nicht nur im Stundenlohn, sondern im Monat. Ja, Monatgebühr. Das wäre billiger wie ein Olsen-Training, wo ich 89 Euro in Stunde zahle.
bin Mathematiker so groß, aber das selbst das kriege ich noch. Ja. Ja, im Kampfsport gibt es halt auch so einen weltweiten Zusammenhalt, was ich gut finde. Und in der Kampfkunst gibt es selbst da gibt es auch manchmal Ziegerkriege, muss ich sagen, was bei uns in Deutschland auch geht. Aber da haltet ihr eher zusammen. Ja. Hoffe nicht, das läuft noch nicht. Ah, oh, geil. Dass der Clip nicht ganz so lang wird wie die andere. Kampfkunst gibt es ja oft so Gezicke, auch in unseren Knotschen kann man so Gezicke geben. Und Kampfsport, ja, da gibt es auch so ein bisschen Zickerkrieg, wer ist der beste Stil, ist allgemein. Aber was mir so im Kampfsport allgemein gut finde, dass die halt auch so einen Zusammenhalt hin, auch mehr und dass die halt auch weltweit Zusammenhalt hin, auch einen Zusammenhalt in Deutschland hin, auch weltweit Zusammenhalt hin. Durch die alten Charaktere gibt es auch, klar, auch einen Zickerkrieg immer, aber ja. Ja gut, erstmal nehmen wir mal. Ich habe gesagt, ich trainiere gern beim Sifu. Ich habe auch die positive Seite aufgezählt. Er ist wirklich ein Genie, er kann kämpfen und ist wirklich gut. Ja. Er kann es gut erklären und so weiter, ist auch Sympathieträger. Ja. Aber jetzt durch das Gezicke von der Frage, was sich da draußen entwickelt hat, dass ich erstmal den aus der Hall of Fame nehme. Und vielleicht habe ich ein paar Sachen falsch verstanden. Dass man dann wieder irgendwann mal den Hall of Fame vielleicht nimmt. Aber jetzt, wo das, bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig, weil ich habe auch mal rosa Brüsch mal vielleicht zum Glück vom Gesicht gefallen, dass ich auch nicht nur die positive Seite immer sehe, sondern auch mal die negative Seite. Und wie schon gesagt, wie weiter schon mal, weil ich so tief drin bin und ich auch ein guter Stil. Aber wenn ich jetzt zurückrudere und könnte, mit mir selber Schweiz aus der Vergangenheit, ich sage, gang da nicht nach, die Fahrt ist viel zu weit weg auf Dauer. Ja. Ja, also du ist auch Stil, wo du ewig brauchst, ja, zum Lernen und ja, wie schon gesagt, also die lieber sagen, komm mal an anderer Stelle, mach Muay Thai Boxen, mach Taekwondo oder so weiter. Da lernst du auch, kannst du auch ziemlich lang lernen, aber da bist du auch, ja, also da gibt es viel mehr vor Ort und die Preise sind fair, während beim Wing Chun da auch immer dir was über dir jetzt aufgedruckt wird. Gut, früher war es da klar, das und das ist schon die Gebühren sind Mordsteuer, Prüfungen sind Mordsteuer. Aber das ist auch, ja, da war jetzt ein ziemlich alles günstig, muss ich sagen, in dem Verband, wo ich jetzt bin. Aber dass dir irgendwann durch die Hintertür dir was über dir jetzt aufgedruckt werden soll, da bin ich kein Freund davon. Und irgendwo ist das halt, wie gesagt, wenn du Muay Thai Boxer bist und Taekwondo bist, dann wird dir nichts irgendwie über dir jetzt aufgedruckt, das Seminar oder Einzeltraining, sondern du bist halt dabei und zahlst deine Gebühren, musst halt deine Sachen kaufen, Mundschutz und Boxausrüstung und ja, die traditionellen Kleider, die es da gibt und passt das. Das zahlst halt auch immer da hast und Wing Chun wurde halt in Deutschland dir immer was irgendwas über da jetzt irgendwo doch irgendwo mal wieder aufgedruckt. Ja. Und also ich kenne jetzt, früher war immer, wo ich gesagt habe, machen Wing Chun, machen Wing Chun. Wing Chun ist geil von der Technik her, wenn ihr es machen wollt, dann Feuer frei. Also von der Technik ist super. Aber von der Struktur und wie das so läuft, da sagen machen lieber einen anderen Kampfstil, die sind genauso effektiv. Müsst ihr aber selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. So. So, jetzt Wing Chun Story mache ich jetzt mal weiter nichts und wenn ich mal wieder was drehe, dann machen wir was Outdoor, wenn das Wetter stimmt. Ja. Und ja, wenn das Wetter dann nicht stimmt, drehen wir halt mal nichts oder so. Aber ich will mehr wieder im Wald sein und nicht immer da hinten in der Wohnung. Aber ich hoffe, ich habe es da auf den Punkt gebracht und ja. Ich freue mich zwar noch wieder aufs Wing Chun Training, auf das Sifu und auf der andere, weil es geil ist, mit denen zu trainieren auch. Irgendwo, und aber wie schon gesagt, vielleicht steige ich alles so ganz im Wing Chun aus, wenn da heißt ab Dezember Prüfung oder ab nächstes Jahr Prüfung und dann fühle ich mich halt dann doch geldmäßig ausgenutzt. Und dann kann ich sagen, okay, ich steige mal aus und vielleicht kommt ja was Wing Chun-mäßig auch in meine Stadt, dass ich dann sage, okay, dann mache ich da weiter und bin ja nicht dann ganz unvorbereitet, weil ich habe ja jetzt schon 6. Schüler gerade. Ich wünsche euch was, Zeit sehen!